Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In seiner Neujahrsansprache hatte Nordkoreas junger Diktator neue, friedlichere Töne anklingen lassen. Doch diesen Worten lässt er nun doch wieder Bomben folgen. Unsere Tagesthemen. Kritik an Nordkorea. Atomtest provoziert Weltgemeinschaft. Spekulation um Nachfolge. Wer wird neuer Papst? Und Blick in die Sterne. Wissenschaftler bauen Superteleskop in Chile. In gut 4,5 Stunden wird US-Präsident Obama seine Rede zur Lage der Nation halten und dabei auch vorschlagen, dass die USA gut ein Drittel ihrer Atomwaffen abschaffen. Nordkorea hat auf diese Rede schon reagiert, bevor sie überhaupt gehalten wurde. In der vergangenen Nacht detonierte auf dem Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes eine Bombe. Unterirdisch und von messbar größerer Sprengkraft als die beiden bisher getesteten Atombomben. Der UN-Sicherheitsrat hat den Test heute scharf verurteilt und diskutiert neue Sanktionen. Doch die haben Nordkorea schon immer kalt gelassen. Das Regime lässt seine Bevölkerung seit Jahrzehnten einfach hungern. Über die neue unterirdische Provokation Philipp Abrisch. Jubel in Pjöngjang. Über riesige Monitore verkündet das nordkoreanische Staatsfernsehen heute den erfolgreichen Atomtest und schickt gleich neue Drohungen hinterher. Unser Atomtest ist nur eine erste, sehr zurückhaltende Antwort, so die Nachrichtensprecherin. Wenn die Vereinigten Staaten uns weiter so feindselig behandeln, werden wir noch stärkere Antworten finden. Nordkorea geht auf Konfrontation, erstmal jedenfalls. Schon im Dezember hatte das Land einen umstrittenen Raketenstart durchgeführt, heute dann der Atomtest. Es soll ein kleiner, aber hochexplosiver Sprengsatz gewesen sein, vielleicht sogar angereichert mit Uran. Es wäre ein wichtiger Schritt zu einer raketengestützten Atomwaffe. Noch aber rätseln die Wissenschaftler über die Zusammensetzung der Bombe. Den rauchenden Colt haben wir noch nicht gefunden. Welche radioaktiven Materialien wirklich beim heutigen Atomtest verwendet wurden, das können wir frühestens in 2 oder 3 Tagen sagen. So oder so, der Atomtest macht ihn zum unumstrittenen Führer Nordkoreas, Kim Jong-un, der junge Staatschef. Es ist vor allem sein Erfolg. Auch außenpolitisch setzt er ein Zeichen der Stärke. In Südkoreas Hauptstadt Seoul verbrennen wütende Demonstranten die nordkoreanische Flagge. Sie fordern, die Nuklearanlagen zu zerstören. Südkoreas Regierung hat die Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt, sucht aber wie Japan eine diplomatische Lösung. Wir werden eng mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten, auch mit den USA und der internationalen Gemeinschaft. Für diesen Atomtest werden wir Nordkorea zahlen lassen. In New York schließlich versucht der UN-Sicherheitsrat, eine gemeinsame Antwort auf den Atomtest zu finden. China fordert Nordkorea auf, weitere Drohungen zu unterlassen. Und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon meint, Pjöngjang solle nicht denken, dass Atomwaffen größere Sicherheit bringen. Wenn Nordkorea weiter an der Bombe baut, wird es sich nur noch weiter isolieren. Nordkorea beunruhigt seine Nachbarn. Dabei könnte der Atomtest heute auch den Beginn neuer Verhandlungen markieren, um Abrüstung in Korea und um Nahrungsmittellieferungen für das verarmte Land. Nordkorea ginge stärker in solche Gespräche denn je. Tina Hassel in Washington. Wie ernst nimmt Präsident Obama diese erneute Provokation aus Nordkorea? Sehr ernst, Karin Mioska. Das sieht man daran an der Wortwahl des Präsidenten. Er hat von einem äußerst provokanten Akt gesprochen. Und er wird auch heute in wenigen Stunden in seiner State of the Union darauf eingehen, was ja nicht geplant war. Die Amerikaner haben vor allem die Sorge, dass Nordkorea in Zukunft einen mini-nuklearen Sprengsatz haben könnte, der dann mit Mittelstreckenraketen und Langstreckenraketen sogar das US-Territorium treffen könnte und damit die USA direkt bedrohen könnten. Und wie wollen die Amerikaner jetzt reagieren? Denn die bisherige Sanktionspolitik scheint ja nicht zu fruchten.
Im ersten Schritt wird es wahrscheinlich eine Verschärfung des Tons und der Sanktionen geben. Das hat sich ja heute bereits abgezeichnet. Wir haben in Washington aber mit vielen Experten gesprochen und die haben alle gesagt, die Sanktionsspirale ist ausgereizt. Man kann das Land nicht noch weiter isolieren. Es ist schon bettelarm. Einfach ein Weiter-so kann es nicht geben. Und deshalb erwarten einige, dass Amerika eventuell sogar Anreize machen könnte, vielleicht so etwas wie einen Wirtschaftsplan erstellen könnte, der dann in Zukunft vielleicht sogar in direkte Gespräche münden könnte. Ein einfaches Weiter-so kann auf jeden Fall nicht funktionieren. Und vielleicht wissen wir ja mehr in wenigen Stunden, falls der Präsident dazu schon konkreter werden sollte. Danke, Tina Hassel. Und die Rede Obamas zur Lage der Nation können Sie heute auch in der ARD verfolgen. Ab 2.50 Uhr übertragen und analysieren die Kollegen live aus Washington. Was bedeutet der neue Atomtest Nordkoreas für die Welt? Dazu jetzt der Kommentar von Mario Schmidt vom Norddeutschen Rundfunk. Wie der Vater, so der Sohn. Kim Jong-un, gerade mal ein Jahr Diktator in Nordkorea, da provoziert er die Welt schon wie sein skrupelloser Vater Kim Jong-il. Doch es wird bedrohlicher. Das Land macht Fortschritte und kommt seinem Ziel wohl näher. Atomare Langstreckenraketen, die die Welt bedrohen, ein Albtraum. Für dieses Ziel verballert Nordkorea Unsummen, während das Volk nicht genug zu essen hat. Das ist menschenverachtend, für den jungen Diktator jedoch eine eiskalt kalkulierte Überlebensstrategie. Kim Jong-un will kein Gaddafi oder Saddam Hussein werden. Deshalb macht sich das Regime militärisch unangreifbar. Und der junge Diktator muss sich auch im Land gegenüber den Militärs behaupten. Mit dem Atomtest erweist er sich als starker Führer und festigt seine Macht. Sanktionen scheint er nicht zu fürchten. Bislang verpufften sie eh, weil China stets Hintertüren offen gelassen hat, um das verbündete Nachbarland nicht zu destabilisieren. Mahnenden Worten aus Peking folgten kaum Taten. Darauf setzt Nordkorea auch diesmal vermutlich zurecht. Aufwachen muss daher Amerika. Denn auch dieser Atomtest beinhaltet eine alte Botschaft an Washington. Nehmt uns ernst, verhandelt mit uns. Der Zeitpunkt des Atomtests, kurz vor Präsident Obamas Rede an die Nation, ist kein Zufall. Der Dialog mit dem Diktator. Amerika bleibt keine Wahl. Es hat zu lange weggeguckt. Sonst ist es nur eine Frage der Zeit, wann nordkoreanische Atomraketen die Welt in Angst und Schrecken versetzen. Und vielleicht ist der Sohn doch nicht ganz der Vater. In seiner Neujahrsansprache hat Kim Jong-un kürzlich eine radikale Wende in der Politik angekündigt. Die USA sollten rausfinden, wie ernst es ihm damit ist. Mario Schmidt kommentierte. Nachdem der Vatikan die Nachricht vom Rücktritt des Papstes gestern erst einmal verdauen musste, dürfte es heute im Kirchenstaat nicht anders zugehen als in jeder weltlichen Regierung. Die Flure summen. Und alles dreht sich um die eine Frage, wer wird wohl als Nächster auf dem Heiligen Stuhl Platz nehmen? Gesucht wird ein jüngerer Papst, so viel steht wohl fest. Aber wo könnte er herkommen? Welche Richtung könnte er vertreten? Welche Hautfarbe haben? Könnten die Katholiken vielleicht ihren ersten Obama bekommen? Am Tag danach gibt es viele Spekulationen und Wetten. Und die sortiert für uns Ellen Trapp. Vor dem Petersdom wird bereits gewettet und wild über die Nachfolge spekuliert. Zahlreiche Kandidaten werden gehandelt. Eine Quotenregelung wird es sicher nicht geben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man einfach sagt, jetzt machen wir diesen Kontinent, dann jenen. Sondern es wird um die Person gehen. Wer ist der richtige Mann zur jetzigen Zeit, um die Kirche weiterzuführen? Möglicherweise Kurienkardinal Peter Turkson aus Ghana, 64 Jahre alt. Er gilt als Gesicht Afrikas im Vatikan. In Sachen Verhütung hat er eine liberalere Position. Dem Islam steht er eher kritisch gegenüber. Oder Erzbischof Mark Wellett aus Kanada, 68 Jahre alt. Als er vor einem Jahr in Rom einen Bußgottesdienst zur Missbrauchsproblematik leitete und stellvertretend um Vergebung bat, fiel das auf. Vielleicht aber auch Erzbischof Odilo Scherer aus Brasilien, 63 Jahre alt. Auf ihm ruht die Hoffnung Lateinamerikas. Er kämpft für die Rechte der Armen und will Laien mehr Verantwortung übertragen. Oder Erzbischof Angelo Scola aus Italien, 71 Jahre alt. Er war Weggefährte Johannes Paul II. Und schon nach dessen Tod ein Anwärter auf die Papstnachfolge. Auch Kardinal Christoph Schönborn aus Österreich, 68 Jahre alt, werden Chancen eingeräumt. Auch er hat sich im Missbrauchsskandal klar positioniert. Das sorgte für Unmut beim Papst. Die sind alle papabiles insofern,
Da habe ich kein Problem. Es lässt sich sehr schwer eines abzeichnen, dass man sagt, der eine ist konservativ, der andere progressiv oder liberal. Ich glaube, das lässt sich bei den genannten Kandidaten nicht auseinanderdividieren, sondern es ist eine gesunde Mischung eher. Die Wünsche, wie der nächste Papst sein soll und was er alles machen muss, sind zahlreich. Reformer und Seelsorger, konservativ, aber auch weltoffener. Die Verhandlungen laufen jetzt schon auf vollen Touren. Das Ergebnis wird der Welt vermutlich Ende März präsentiert. Da fragen wir jetzt schon mal Michael Mantlik in Rom. Herr Mantlik, Papst Benedikt hat im Laufe seiner Amtszeit viele konservative Bischöfe zu Kardinälen ernannt. Müssen wir uns also zwangsläufig auf einen Konservativen einstellen? Naja, wie es Abt Primas Notker Wolf eben ja gesagt hat, das gilt im Kleinen wie im Großen. Er hat natürlich Kardinäle konservativer Ausrichtung sozusagen hochkommen lassen. Aber das ist nicht das gesamte Kardinalskollegium, sondern es ist breit, es ist vielgestaltig, es gibt viele Strömungen. Und ich denke nicht, dass man automatisch davon ausgehen kann, dass es jetzt eine ganz bestimmte Richtung weiterhin geben wird. Aber vielleicht kommen wir der Sache auf einer anderen Spur näher. Papst Johannes Paul wurde vielleicht auch gewählt, um die Öffnung zum Osten voranzutreiben. Papst Benedikt sollte das schwindende Christentum in Europa wieder näher an die Kirche heranbringen, eigentlich. Welches könnte das Ziel, die zentrale Botschaft des neuen Papstes sein? In der Tat ist es ja so, dass wenn man die beiden Vorgängerpäpste jetzt betrachtet, dass es ja Menschen waren, Geistliche, die aus Gegenden kamen, wo das Christentum ja auch bedrängt war. Das ist heute der Fall im Nahen Osten, im Mittleren Osten, in Südamerika, aber natürlich auch in Westeuropa. Papst Benedikt hat ja eigens einen päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung, so heißt das, einberufen. Das heißt, mit dem Blick, mit dem Fokus auf Europa. Und man könnte sich vorstellen, dass es unter Umständen auch wieder ein europäischer Papst wird, der sich eben um dieses Problem Europa kümmern soll. Denn dort ist aus der Sicht der Kirche der Säkularismus sozusagen der Hauptgegner der Kirche. Danke für die Einschätzung. Michael Mantlik in Rom. Von den 1,2 Milliarden Katholiken weltweit leben die meisten in Südamerika und Afrika. Die Europäer sind im Vergleich eine verschwindend kleine Gruppe und doch dürften sie den Strategen im Vatikan nicht ganz egal sein. Denn nicht nur in Deutschland, in ganz Europa fallen immer mehr Menschen vom Glauben ab. Menschen, die schon allein aus ökonomischen Gründen nicht ganz unwichtig sind und deren Stimme auch deshalb in Rom gehört wird. Jetzt, da neu entschieden wird, hoffen viele Deutsche, die sich beengt fühlen in den fest zementierten Dogmen der katholischen Kirche, auf mehr offene Türen. Offene Türen in eine modernere Welt. Oliver Jarasch berichtet aus einer Berliner Gemeinde. Mitten in Berlin-Kreuzberg, wie eine Ritterburg, die katholische Gemeinde St. Marien-Liebfrauen. Katholiken in der absoluten Minderheit. Gerade in einer nicht christlich geprägten Umgebung brauchen sie handfeste Antworten auf drängende kritische Fragen. Was macht ihr da überhaupt? Die Kirche steht immer offen. Aber wer geht noch hin? Den Rücktritt von Papst Benedikt fassen viele hier auch als Chance auf, neu über ihren Glauben nachzudenken. Mit ganz konkreten Erwartungen, was sich ändern muss. Gemeindereferentin Elisabeth Mitter sagt, die katholische Kirche grenzt zu viele Menschen aus, die sich eigentlich zum Glauben hingezogen fühlen. Meine persönliche Hoffnung und meine Forderung auch ist, dass sich ein neuer Papst sich diesen Themen wie wiederverheiratete Geschiedene, Schwule, Lesben ganz konkret auch stellt und hier Öffnung zu den Sakramenten bereitstellt. Also sie etwa zur Kommunion zuzulassen. Der Ärger über die Amtskirche führe auch zu Kirchenaustritten, 100 allein im vergangenen Jahr. Viele sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Kirche, wenn sie ständig uns Dinge untersagt, die normalerweise menschlich sind. Nebenan im Gemeindesaal Senioren-Faschingsfeier. Aber trotz Karneval, unter den Katholiken hier wird der Papstrücktritt sehr ernsthaft diskutiert, zwischen Reformwunsch und der Hoffnung auf Kontinuität. Es ist immer wichtig, was zu verändern, aber ich glaube, dass die katholische Kirche konservativ ist und bleibt. Irgendwie habe ich so den Gedanken gekriegt, dass, dass da jetzt eine neue Chance entsteht und auch, dass man neue Hoffnung haben kann, dass wieder mehr Wind in die Kirche, mehr Bewegung in die Kirche gerät. Mehr frischen Wind, auch um für Jugendliche attraktiv zu bleiben, das scheint zur Kardinalsfrage zu werden. Reformen nicht als geschickter Schachzug, sondern weil der Kirche sonst die Glaubwürdigkeit abhanden kommen könnte.
Ein paar Häuser weiter in Kreuzberg in diesem Café wird den Gästen ganz nebenbei die Frage gestellt, Where is Jesus? So heißt die Szenebar. Doch man müsse gegen den Zeitgeist Flagge zeigen, sagt so mancher, der am frühen Abend in die Hedwigskathedrale kommt, zum Werktagsgottesdienst. Die Kirche muss auch diese Einheit zeigen und ein neues Bewusstsein für die Jugend von heute. Die Kirche reformiert sich, glaube ich, seit Jahrhunderten. Aber sie muss auch in der Tradition bleiben. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass Kirche und Glaube und Verantwortung für die Gesellschaft überleben. Katholische Erwartungen zwischen Tradition und Hoffnung auf einen glaubwürdigen Umbau der Kirche. Die Deutschen müssen immer mehr für ihren Strom zahlen, um die erneuerbaren Energien stärker zu fördern. Nun haben die Grünen ein Konzept gegen die steigenden Strompreise vorgelegt. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder. Die Grünen wollen Industrie- und Windenergiebranche stärker in die Pflicht nehmen, um den Preisanstieg zu deckeln. Ziel sei es, Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen um etwa 4 Milliarden Euro zu entlasten. Das kündigten Grünen-Fraktionschef Trittin und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Lemke an. Dadurch könnten die Stromkosten für eine vierköpfige Familie um etwa 35 Euro im Jahr gesenkt werden. Nach der Übernahmeschlacht zwischen VW und Porsche werden die Ermittlungen ausgeweitet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat jetzt auch Verfahren gegen die damaligen Aufsichtsräte der Porsche-Dachgesellschaft eingeleitet. Untersucht wird ihr Vorgehen beim missglückten Versuch, sich die Aktienmehrheit beim Wolfsburger Konkurrenten zu sichern. Im Raum steht der Vorwurf der Marktmanipulation und der Beihilfe dazu. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Porsche wollte VW vor 7 Jahren übernehmen, pirschte sich heimlich ran, scheiterte jedoch. VW drehte den Spieß nämlich um, übernahm schließlich Porsche. Die VW-Aktie schnellte damals kurzzeitig über 1000 Euro. Anleger erwischte das auf dem falschen Fuß, viele verloren viel Geld. Die Gerichte klären nun, ob die Porsche-Aufseher absichtlich die Anleger täuschten. Damalige Manager von Porsche stehen schon länger vor Gericht. Im März verjähren für sie etwaige Straftaten. Die Manager haben auf die Aufsichtsräte verwiesen. Sie hätten jeden Schritt gedeckt. Seitdem VW auf Porsche abzielte, hat sich die VW-Aktie mehr als verdreifacht. Die Geschäfte laufen gut. Trotz der Ermittlungen legte die VW-Aktie heute minimal zu, auf rund 179 Euro. Etwaige Vergehen der Aufsichtsräte nachzuweisen, dürfte schwer werden. Bislang verliefen ähnliche Ermittlungen in fast allen Fällen im Sand. Der DAX legte in Frankfurt moderat zu um 0,4% und schloss bei 7.660 Punkten. In New York ging der Dow Jones ebenfalls im Plus bei 14.019 Punkten aus dem Handel. Schon bald werden auch deutsche Soldaten ins afrikanische Mali geschickt, wenn denn der Bundestag so entscheidet. Soldaten nicht für den Kampfeinsatz. Die Bundeswehr soll helfen, die malische Armee auszubilden. Und das kann lange dauern. Denn die malischen Truppen sind in einem derart chaotischen Zustand, dass sie ihr Land selbst mit der Unterstützung der afrikanischen Nachbarländer nicht dauerhaft vor den Islamisten werden schützen können. Fast ganz Nordmali, wo die islamistischen Rebellen einst wüteten, ist inzwischen wieder frei. Doch sicher ist es deshalb dort noch lange nicht, wie ein Rebellenangriff aus heiterem Himmel auf die nordmalische Stadt Gao am Wochenende zeigt. Peter Schreiber und Christian Thiels berichten. Allein hätten die Soldaten der malischen Armee das Polizeigebäude in Gao nicht zurückerobert. Islamistische Kämpfer hatten sich darin am Sonntag verschanzt. Erst Kampfhubschrauber und der massive Einsatz der französischen Armee konnten den Angriff der Islamisten zurückschlagen. Damit Malis Soldaten ihr Land künftig selbst sichern können, sollen sie von 500 Soldaten aus 11 EU-Staaten ausgebildet werden. Ein Vorauskommando ist bereits eingetroffen. Die Bundeswehr unterstützt Malis Armee bereits seit 1972. Mit Ausstattungshilfe und Training im malischen Pionierlager Bafo. Ein Film der Bundeswehr zeigt, wie deutsche Soldaten ihre malischen Kameraden bei der Reparatur von Militärfahrzeugen beraten. Nach dem Putsch im März vergangenen Jahres waren die deutschen Ausbilder abgezogen. Jetzt sollen 40 zurückkommen. Die malische Armee ist dabei, sich neu aufzustellen. Vielleicht befindet sie sich nicht in einer idealen Verfassung. Aber wir befinden uns in einem Prozess der Umorganisation. Malis Armee ist in einem desolaten Zustand. Auf dem Papier rund 10.000 Mann, aber nur die Hälfte einsatzbereit. Bei vergangenen Ausbildungsprogrammen ging einiges schief. Die USA trainierten in Mali jahrelang Sondereinheiten zur Terrorbekämpfung.
Doch 3 von 4 Einheiten liefen samt Waffen zu den Rebellen über. Ihre Kommandeure waren Tuareg, die im Norden Malis einen unabhängigen Staat errichten wollten, bevor sie von den Islamisten ausgebootet wurden. Nicht ausgeschlossen, dass Soldaten erneut desertieren. Ich bin davon überzeugt, dass auch nach dieser EU-Ausbildungsmission einige malische Soldaten die Seite wechseln werden. Aber wenn wir diese ganze Krise durch die malischen Streitkräfte, durch Mali selbst lösen lassen wollen, vor allen Dingen, wenn wir eine dauerhafte Stabilität des Landes erreichen wollen, dann müssen wir diesen Versuch wagen. Aber wer sind die Ansprechpartner? Der Militärputsch im März 2012 führte Hauptmann Sanogo an. Auch er wurde von den Amerikanern ausgebildet und hat bis heute mehr Einfluss als ein malischer General. Auch das birgt Zündstoff. Sie haben es mit einer malischen Armee zu tun, die intern gespalten ist zwischen Putschisten und Einheiten, die das alte Regime unterstützt haben. Und sie haben es mit einer Armee zu tun, die Teile der Bevölkerung im Norden als ihre Gegner betrachtet. Malis Soldaten müssen sich auf einen jahrelangen Guerillakampf einstellen. Einen Kampf, auf den sie bislang kaum vorbereitet sind. Seit fast 2 Jahren kämpfen in Syrien Aufständische gegen die Regierung von Präsident Assad. Und die Zahl der Todesopfer in diesem Bürgerkrieg steigt immer weiter an und ist höher als bisher gedacht. Noch einmal Thorsten Schröder. UN-Menschenrechtskommissarin Pillay berichtete heute in New York von fast 70.000 Toten in Syrien. Es sei schlimm, dass die internationale Gemeinschaft immer noch keine einheitliche und gemeinsame Reaktion auf den Konflikt gefunden habe, so Pillay. Die Zivilisten auf allen Seiten müssten den Preis dafür bezahlen. Die französische Nationalversammlung hat heute für die Homo-Ehe gestimmt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass gleichgeschlechtliche Paare künftig auch Kinder adoptieren können. Er reicht damit weit über die Rechte gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in Deutschland hinaus. Der Gesetzentwurf muss nun noch durch den Senat. Seine Zustimmung gilt als sicher. Selten wurde in der französischen Nationalversammlung so erbittert gestritten und so ernsthaft argumentiert. Unerbittlich hatte Justizministerin Christiane Taubira für den Gesetzentwurf gekämpft. Danke für Ihr Lächeln, danke für Ihr Lachen, danke auch für die Auseinandersetzung. Überzeugung gegen Überzeugung. Die Sozialisten haben sich durchgesetzt, doch die Opposition gibt nicht auf. Wir werden die Kollegen im Senat bitten, unseren Kampf weiterzuführen. Wir sind noch lange nicht am Ende. In Frankreich wird es fortan keinen Unterschied mehr zwischen der Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren und der zwischen Mann und Frau geben. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich, als die Abgeordneten Gleichheit, Gleichheit, Gleichheit gerufen haben. Eines der zentralen Wahlversprechen von François Hollande ist damit umgesetzt. Anfang April wird sich der Senat mit dem Gesetz befassen. Seit den ersten Spielen der Neuzeit 1896 gehört Ringen zum olympischen Programm. 2016 in Rio de Janeiro könnte es zum letzten Mal dabei sein. Denn die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees hat empfohlen, Ringen aus dem Katalog der olympischen Sportarten zu streichen. Der Deutsche Ringerbund reagierte überrascht. Die endgültige Entscheidung fällt im September. Dann stimmt die IOC-Vollversammlung darüber ab. Die deutsche Mannschaft gewinnt beim Nationenteamwettbewerb der alpinen Skiweltmeisterschaften in Schladming die Bronzemedaille. Fritz Dopfer gelingt dabei im kleinen Finale ein exzellenter Lauf. Dadurch setzt sich das Team des Deutschen Skiverbandes gegen Kanada mit 3 Hundertstelsekunden Vorsprung durch. Felix Neureuther wird im Achtelfinale in einen Zusammenprall verwickelt, kann aber weiterfahren. Im Halbfinale unterliegen Dopfer und Neureuther zusammen mit Maria Höfl-Riesch und Lena Dürr der österreichischen Mannschaft deutlich, die am Ende gegen Schweden und damit Gold gewinnt. Was die Welt im Innersten zusammenhält, das versuchen Wissenschaftler schon lange zu ergründen. Aber nicht, indem sie in die Tiefe der Erde, sondern in die Tiefe des Universums vordringen. Und zwar mit Hilfe von riesigen Teleskopen, deren Linse mittlerweile so scharf ist, dass ein Münchner damit eine Zeitung im gut 600 Kilometer entfernten Lübeck lesen könnte. Und aus der unendlichen Weite des Weltalls können riesige Antennen Bilder empfangen von Planeten, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Wie diese Planeten, also Materie und möglicherweise neues Leben, entstehen, das erforschen Wissenschaftler von einem Ort aus, an dem es wenig Leben gibt, in der staubtrockenen Atacama-Wüste in Chile.
Bevor dort in einem Monat ein neuer Antennenpark vollendet wird, konnte sich unser Korrespondent Michael Stocks ein eigenes Bild darüber machen. Darüber, wie Astronomen die Sterne vom Himmel holen. Mitten in den chilenischen Anden, in der Atacama-Wüste, wo es nur noch Steine und unendliche Weite gibt, da liegt das Paradies für Astronomen. Der Sicherheitschef des ALMA-Projektes führt uns hinauf auf ihre futuristische Baustelle, dem Himmel ganz nahe, auf 5100 Meter Höhe, errichten sie gerade das größte astronomische Projekt überhaupt. Mit diesen Antennen will das Observatorium unsere kosmischen Ursprünge erkunden. Damit haben wir die wunderbare Gelegenheit, auch noch intensiver nach anderem Leben Ausschau zu halten. Der Blick auf das Feld der riesigen Antennen ist spektakulär, als wären wir bereits auf einem anderen Planeten. Extreme Bedingungen, kaum Sauerstoff in der Luft, für die Arbeiter ziemliche Belastung, wenn sie auf dem Plateau über 16 Kilometer verteilt die Antennen installieren. Rund 2500 Meter tiefer die Basisstation von ALMA. Hier laufen die Daten des Projektes zusammen. Hier werden, so erklärt uns der deutsche Astronom Rüdiger Kneißl, die Antennen zusammengebaut und getestet, bevor sie schließlich alle zusammen in ihrem Einsatzgebiet wie ein riesiges Teleskop funktionieren. Wenn das Teleskop vollständig ist, 66 Antennen haben. Im Moment beobachten wir mit der Hälfte 30 Antennen. Und das Signal wird von allen Antennen zusammengenommen und in einem großen Computer verarbeitet, um dann ein Bild der Objekte, die wir am Himmel untersuchen wollen, herzustellen. Auch wenn noch nicht alle Antennen installiert sind, die wissenschaftliche Arbeit läuft bereits. Schon jetzt können die Astronomen weiter ins Universum blicken als jemals zuvor. Im Kontrollzentrum arbeiten Wissenschaftler aus Europa, Nordamerika, Japan und Chile. ALMA beobachtet mit kurzwelliger Radiostrahlung. So können auch bereits bekannte Galaxien wie Centaurus A neu erforscht werden. Wir sehen also in die Galaxie rein und sehen die Bewegung des Gases in der Galaxie, die Dynamik. Und die spielt auch eine Rolle dann zur Entstehung von Sternen. Diese Gaswolken, die ballen sich zusammen. Und einem Inneren, mit einem Mechanismus, den wir eben noch nicht so ganz verstehen, entstehen dann Sterne und auch Planeten. In der Station wird fieberhaft gearbeitet, denn Anfang März wird ALMA offiziell eingeweiht. Wenigstens drei Viertel der 66 gigantischen Hightech-Anlagen sollen dann ihren Blick in den Himmel richten und uns Erdenbürgern neue Erkenntnisse über unseren kosmischen Ursprung liefern. Und um uns Erdenbürgern zu sagen, wie morgen das Wetter wird, richtet nun Carsten Schwanke seinen Blick gen Himmel. Bevor ich meinen Blick gen Himmel richte, bleibe ich noch ganz kurz auf der Südhalbkugel. Denn es gibt auf der Südhalbkugel den trockensten Ort der Erde, noch trockener als die Atacama-Wüste. Und den will ich den Zuschauern nicht vorenthalten. Erstaunlicherweise ist das der Südpol. Das hier übrigens ein aktuelles Foto von vor einer Stunde. Dort ist der Polartag, Hochsommer sozusagen. Aktuelle Temperatur minus 47 Grad. Und weil es dort das ganze Jahr so kalt ist, ist der Schnee, der hier liegt, auch nicht dort gefallen, sondern durch die Winde vom Rand der Antarktis zum Südpol gefegt worden. Also, trockener als dort gibt es nirgends. Zurück zu uns. Bei uns ist es nicht ganz so trocken, denn es gibt Schnee, der nicht getrieben wird, sondern wirklich von oben nach unten fällt. Und das sehen wir hier auf unserem Niederschlagsradar, vor allem im gesamten Südosten Deutschlands. Und hier in der Lausitz zum Teil sogar hellblaue Echos. Das heißt, hier schneit es so kräftig, dass 1 bis 3 Zentimeter Neuschnee pro Stunde runterkommen. Und etwas leichtere Schneefälle haben wir hier im Nordwesten. In der Nacht also genau diese Verteilung mit diesen beiden Schneefallgebieten. Dazwischen viele Wolken und trockenes Wetter. Die Temperaturen liegen nachts meist bei -2 bis -6 Grad. Morgen Vormittag hat der Schneefall im Nordwesten aufgehört. Hier bleibt es eher stark bewölkt mit nur wenigen Wolkenlücken, Platz für Sonnenschein. Im Osten und Südosten schneit es jedoch weiter. Erst im Verlauf des morgigen Tages lassen die Schneefälle hier immer weiter nach. Die Temperaturen erreichen im Westen bis zu +2 Grad, in der Osthälfte eher so +1 bis -2 Grad. Der Wind weht überall eher schwach, aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen. Schauen wir auf die weiteren Auswirkungen.
Aussichten. Interessant ist der Donnerstag. Nach einer ziemlich kalten Nacht wird es tagsüber recht freundlich mit Sonnenschein. Donnerstagabend tauchen im Westen dickere Wolken auf, bringen zum Einbruch der Nacht die ersten Flocken. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schneit es vor allem im Rheinland teils andauernd, sodass es am Freitagmorgen im Rheinland eine ziemlich weiße und rutschige Überraschung geben könnte. Erst im Verlaufe des Freitags steigen die Temperaturen hier an und aus Schnee könnte hier allmählich Schneeregen werden. In der Osthälfte bleibt das ruhige Wetter erhalten. Also der Freitagmorgen hier im Rheinland besonders aufmerksam betrachten. Insgesamt wird es in den nächsten Tagen etwas milder. Ob es in der nächsten Woche so mild weitergeht, wissen wir nicht. Ganz kurz noch einmal der Blick auf den morgigen Tag. Nicht trocken bleibt es im Südosten. Danke, Carsten Schwanke. Und damit verabschieden wir uns und empfehlen Ihnen jetzt noch Menschen bei Maischberger, die über den Rücktritt des Papstes sprechen werden. Um 1 Uhr meldet sich dann Ingo Zamperoni mit dem Nachtmagazin. Und wir wünschen einen schönen Abend. Bis morgen.